Hallo zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn und willkommen bei der Folge Sigi will's wissen. Ich bin hier am Silfensteinsee oberhalb dieses schönen Speichers und habe vor, hier ein ganz besonderes Foto zu machen. Und zwar möchte ich Lichtzieher von einem Auto aufnehmen, die über diese Brücke fahren. Und zwar von dieser Richtung hier in die andere Richtung. Und dafür muss ich jetzt noch ein paar Minuten warten, bis es noch dunkler wird. Und dann habe ich auch Hilfe vom Daniel, der wird nämlich nachher mit dem Auto hier unten starten und wird, oder er muss es so circa in 20 Sekunden schaffen, über die Brücke drüber zu fahren. Und ich könnte jetzt auch andere x-beliebige Autos auch fotografieren, aber ich mache es nicht, weil ich möchte diese roten Lichter von hinten richtig dominant im Bild haben. Und da muss er beim Fahren auf die Bremse gleichzeitig drücken, also Gas geben und leicht aufs Bremspedal tippen. Und das ist so der Plan. Ich baue jetzt mal meine Kamera hier auf. Das Bild wird wahrscheinlich auch im Hochkantformat nur funktionieren, weil ich habe hier links und rechts sehr, sehr viele Bäume. Und wenn es dann soweit ist, starten wir durch. Ich werde ihn anrufen, dann fährt er los und ich mache das Bild. Nicht mehr, nicht weniger. Ich will es einfach wissen, ob es funktioniert. Bleibt dabei. So, jetzt ist dunkel geworden, jetzt ist hier schon wieder eine ganz andere Nummer hier zu stehen. Ich hole auch gleich meine Stirnlampe raus. Und jetzt mache ich nochmal ein Testfoto, wenn denn irgendwann nochmal ein Auto durchfährt. Und dann wird es ernst, dann machen wir den geplanten Shot. Aber wunderschön sind tatsächlich diese Wolken, die ganz niedrig über dem See durchziehen. Das sieht echt gut aus. So. Bild mache ich jetzt doch mal im Querformat, da habe ich noch mehr Möglichkeiten, das Bild zu beschneiden. Was ich jetzt hier in meiner Kamera eingestellt habe, ist folgendes. Ich belichte jetzt mal 30 Sekunden lang, habe eine 2,8er Blende eingestellt und ISO 250. Vielleicht, ich sehe schon, es wird schon zu dunkel auf 250, ich muss auf 320, nee, ich bin schon auf 400 ISO und habe noch den 1,8er ND-Filter drin. Ich habe nämlich die Vermutung, wenn ich den rausnehme, kann ich keine 30 Sekunden lang belichten, jetzt momentan bei den Lichtverhältnissen, obwohl es schon echt dunkel ist. Jetzt warte ich einfach, bis ein Auto von hinten kommt. Von vorne kommt jetzt einer, das ist mir jetzt wurscht. Jetzt höre ich ein Auto von hinten. 3, 2, 1, ich nehme auf und Kamera läuft und das Auto kommt. Okay, ist ein kleiner PKW. Und ab der Kurve sehe ich die Rücklichter richtig gut. Ab der Kurve. Okay, der fährt auch relativ schnell, bestimmt so mit 80, 90 km/h geschätzt. Der bläst durch. Es könnte echt sein, dass ich den schon gut drauf habe mit der ganzen S-Linie hier. Ja, ich habe es gepackt. Er ist relativ schnell durchgeblasen hier. Boom, er ist weg. Okay. Bildanalyse. Man sieht die Rücklichter null. Ich wünsche es mir wirklich, dass meine Aktion funktioniert, meine Idee mit den Bremslichtern, weil die normalen Rücklichter, die sind hier einfach zu schwach. Ich bin zu weit weg oder es ist noch zu hell. Die Gefahr ist, wenn wir das Bild jetzt in einer halben Stunde machen, dann ist es halt komplett dunkel hier alles. Diese Lichtzieher schon mal geübt. Das war in Coburg bei meinem Video. Das könnt ihr euch mal anschauen, das verlinke ich euch oben. Da stand ich auch auf so einer Autobahnbrücke und habe das mal abgecheckt. Und es ist ein ganz schönes Bild geworden. Da war die feste Coburg im Hintergrund schön angeleuchtet zu sehen und die Autos, die hochgefahren sind. Aber auch für dieses Foto in Coburg habe ich auch, glaube ich, locker eine Stunde gebraucht.
weil die Autos einfach zu langsam hochgefahren sind und ich wollte komplett durchgehende Strichzieher auf der Autobahn haben. Ja Leute, der Nebel zieht jetzt leider rein. Man sieht kaum noch was von den Bergen und der Straße. Wahnsinnig schade, jetzt wo es soweit ist. Jetzt ist es richtig dunkel. Ich habe jetzt hier den ND-Filter auch komplett rausgenommen schon. Seht ihr den? Und jetzt bin ich immer noch in der Lage, 30 Sekunden lang zu belichten. Ich mache das Kameralicht aus, sonst beleuchte ich hier den Vordergrund viel zu sehr. Hi Daniel, wie sieht es bei dir aus? Bist du schon im Auto? Ich würde jetzt losfahren, wenn du das Go gibst, weil ja. Halt kommt keiner oder... Soll ich dir mal was sagen? Unten sind komplett Nebelschwaden, man sieht von dem Berg nichts mehr. Man sieht jetzt nur noch die Lichtspuren und den Nebel. Man sieht keinen Berg mehr, null. Ich bin losgefahren. Alles klar, ich drück ab. 3, 2, 1, ich drück ab. Jetzt nehme ich auf, passt perfekt, du bist hier schon in der Kurve. Drückst du auf die Bremse? Ganz leicht? Ganz leicht auf die Bremse drücken, draufbleiben am besten, draufbleiben, wenn es geht. Einfach antippen und draufbleiben, sehr gut. Ich kann dich gut sehen. Sehr schön, jetzt kommen noch schöne Autos von vorne. Bist du immer noch auf der Bremse, ne, oder? Ah, okay, bleib drauf auf der Bremse, bis du um die Ecke bist. Okay, du bist jetzt um die Ecke. 30 Sekunden reichen, Dickstens. Ey, das ist eine Nebelsuppe, glaubt mir, man sieht nichts außer die Lichtspuren im Nebel. Jetzt brauchen wir auch keine Gedanken machen, dass wir Strichzieher von den Sternen kriegen. Man sieht keinen. Alter, diese Stille hier im Wald, das ist ja fast unheimlich hier jetzt oben zu stehen an der Klippe. Lebst du noch, Daniel? So, ich fahr jetzt los. Okay, gut, starte. Kannst du auf der linken Spur durchfahren? Von vorn kommt niemand. Geht es links vorbeifahren? Auf der linken Fahrbahn? Kommt niemand von vorne. Ist alles safe. Fahr links, wenn es geht. Dann sehe ich nämlich die Lichter. Weiter links? Ja, da sehe ich die Lichter nämlich ein bisschen. Perfekt. Jetzt sehe ich die Lichter. Jetzt kannst du wieder nach rechts rüberziehen. Sehr gut. Und jetzt nochmal auf die Bremse. Yes. Sehr schön. Sehr schön. Was für eine Aktion. Gut, perfekt. Und ab in den Nebel. Gut, das war jetzt das letzte Bild. Ich glaube, das ist jetzt auch das Beste. Sigi wollte es wissen und jetzt weiß ich, es ist unheimlich schwierig, bei Nebel so ein Bild aufzunehmen. Geplant war ja wirklich, die Berge im Hintergrund zu sehen, die leichten Nebelschwaden, die leichten wohlgemerkt, aber naja, es ist trotzdem ein interessanter Versuch gewesen, ja? Und wenn man sowas nicht testet, lernt man nicht dazu. Also das war jetzt mein Versuch, hier die Lichtzieher von dem Auto über der Brücke aufzunehmen. Festgestellt habe ich natürlich, dass man sehr, sehr wetterabhängig bei so einer Nummer ist. Auch wenn man zur richtigen Uhrzeit oben am Berg ist, einen richtig geilen Fotospot auch hat, der nicht von den Bäumen hier irgendwie eingenommen ist, weil es ist auch gar nicht so einfach, hier schön durchfotografieren zu können. Aber jetzt sieht man halt tatsächlich nur noch diesen Nebel über der Brücke und nichts mehr von den Bergen. Macht nichts, ich habe ein paar gute Bilder mit nach Hause genommen, habe was dazugelernt und ihr wart dabei. Leute, ich freue mich, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Gebt mir gerne ein Like für das Video oder kommentiert auch diese Nummer. Vielleicht wart ihr ja selber schon mal hier und habt es erfolgreicher, als ich heute hingekriegt. Bye bye, euer Sigi vom Silbensteinspeicher aus Lenggries.